Es gibt neue Blitzrezepte. Und zwar richtig schöne Dorade, knusprig gebraten mit Aromaten, Knoblauch, Rosmarin und Bernd? Thymian. Sehr gut, sehr gut. Hat sich die jahrelange Arbeit doch rentiert. Was für ein Zufall. Schön mit der Haut einlegen, den Fisch. Ja, und bei, ja, ich würde mal sagen, mittlerer Hitze vorsichtig auf der Haut knusprig braten lassen. Bisschen was von unserem leckeren Vanillemeersalz dazugeben und schön vorsichtig putzen lassen. Jetzt gehen wir einen Meter hier rüber. So, hier sind schöne Möhren. Und die Möhren habe ich in einem Sud gekocht mit Nelken, Sternanis, Salz und Pfeffer. Und so im Ganzen, ja, das ist der ganz große Trend, so Gemüse pur lassen, gar nicht so klein schneiden. Idealerweise mit Grün, so Möhren, ach, das sind heiß, so Möhren mit Grün, finde ich, die schauen einfach optisch schon extrem toll aus. Und die kommen so, wie Gott sie schuf, vorsichtig angekocht, hier mit dazu. Okay, alles klar? Ach, nehmen wir nochmal eine. Boah, heiß! Weißt du, was gut ist, Bernd? Köche können heiß anfassen. Ja, und heiß lieben. Aha. So, warte mal, ich drehe mal den mal um. Zack, schau. Schön knusprig. Ja. Und jetzt das Ganze hier so ein bisschen brutzeln lassen. Alright? Jo. So, ich mache dann hier mal klar Schiff. Und jetzt gibt es einen Hummus dazu. Und zwar so einen tollen Hummus. Ja? Ich nehme dazu gekochte Kichererbsen. Und zu den gekochten Kichererbsen, Ladies and Gentlemen, hier, ihr könnt es selber lesen. Blutorange. Boah, geil. In Love gibt es im Hänseshop. So. Und da einen großen Esslöffel dazugeben. Übrigens, alles, was es im Hänseshop gibt, an Ölen, Essigen, Marmeladen, Senfsorten und Büchern, versandkostenfrei in Verbindung mit einem Buch. Nicht schlecht, oder? So, dann kommt dazu Sesampaste, also Tahin, ja, kennen wir ja. Gutes Olivenöl. Und ein Spritzerchen Zettsaft. Oh, da ist ein Kern dabei. Eieieiei. War das? Nee. Scheibe, wo ist der hin? Egal. Wir sagen es keinem. Salz dazugeben und Pfeffer. So. Und dann schön fein pürieren. Ah ja, bisschen Curry noch. So, ein modernes Hummus. So. Ready? Probieren. Achtung, Statement. Hummus ist für mich der neue Fleischsalat. Was? Ja, weil Hummus hat Umami, das schmeckt. Ich schwöre, bei Gott. Boah, ist das gut. Wirklich, sehr lecker. Jetzt anrichten. Ja, Hänse goes Veggie. So diesen cremigen Hummus, hier auf dem Teller. Der Hummus ist ja nicht original, ja? Das ist ja so Freestyle-mäßig zubereitet. Da kommen die Möhren dazu. Oh, heiß warm. Ah, jetzt habe ich fast vergessen, zu den Möhren geben wir noch ein bisschen was von diesem Curry. So, dann werden wir noch ein bisschen schöner noch, farblich. Okay? Bernd, so funktioniert Kochen heute. Ja? Das ist Kochen, das ist modern, das schaut optisch mega aus. Und wenn man möchte, das ist jetzt gar kein Muss. Ja? Oh, komm, ich gebe ein Stück Fisch drauf. Das ist jetzt überhaupt kein Muss mit dem Fisch. Das kann man machen, muss es aber nicht. Ja? Es muss überhaupt nicht sein. Den Fisch könnte man auch gut und gern weglassen, obendrauf so ein bisschen was von der Butter und den Aromaten dazu. Warte mal. So. Das ist jetzt mein Glas. Das war vorhin etwas mehr gefüllt. Hey, macht mir doch einen Gefallen, kocht es nach. Allein die Karotten sind eine Bombe. Ja? Oder schaut mal in mein Buch Pur. Da geht es nur um Gemüse.
Gemüse zum Niederknien. Alright? Guten Appetit.